Und das ist unser Bildungsminister. Wenn Sie sich gesund fühlen, ja, dann müssen Sie. Aber auch das ist subjektiv. Wenn ich mich nicht gesund fühle, dann muss ich nicht. Wenn ich mich nicht gesund fühle, dann sage ich mal, ich fühle mich jetzt so gesund, ich will eigentlich nicht in die Schule, aber ich muss. Ich bitte einmal, das einfach in Ruhe durchzudenken. Dann werde ich mich auch nicht gesund fühlen, wenn ich schon das Gefühl habe, dass ich nicht gesund bin. Er ist ein bisschen dämlich, aber Präsident Camacho Stiefbruder, was soll's, er macht einen guten Job. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss um jeden Preis in die Schule, obwohl ich keine Merkmale, keine Symptome habe, dann habe ich ja in mir schon das Gefühl, dass ich nicht so 100% fit bin. Und das ist eine gesundheitspolitische Debatte darüber. Ich bitte darum, das einfach sehr gelassen und pragmatisch zu sehen.